So, ich denke hier so. Was genau? Raketentor. Dann brauche ich wieder Punkte, ich habe nur noch 126. Direkt vor dir. Da. Um den Kern zu bewachen, oder wie? Nee, wegen der Reichweite. Und weil der, glaube ich, noch in der Amp steht. Ja, der, und weil er den Kern bewacht. Ja, gleichzeitig. Eben. Ja, der steht noch in der Amp. 14? Ja. So. Amp, Amp, Amp. Ja, die deckt nicht so viel ab. Das ist wohl wahr. Aber ich meine recht. Jo. Den einen Raketenturm vorne ja, könnte man ja auch nach hinten platzieren. Oder einen, durch einen anderen Turm ersetzen, der dann in Ampel ist. Stimmt, ja. Ja genau, nehmen wir den mal raus. Wohin? Also was kommt? Was hast du noch? Du hast ich hab Fokus, ACP und Raketen. Ja. Ja gut, das haben wir ja alles schon. Ich weiß. Von daher. Auf der Seite fehlt eigentlich nur noch ein Kanonenturm oder sowas, eventuell. Prinzipiell, jo. Oder ein Gatling. Oder du baust das einfach so, weil das jetzt so eine Kurve ist. Ja, oder du baust einen Scatter auf. Was? Ein Streulaser. Hochpumpen ein bisschen. Ja. Dann fehlt, haben wir den Turm weniger insgesamt. Das können wir machen, aber ich bin fast der Meinung, dass ein weiterer Turm in Amt ein bisschen sinnvoller ist, oder? Ja, gut. Ja, dann packen wir Gatling daneben. Wer auch immer die hat. Ja, du hat, wo bist denn du? Markus steht neben dir. Hinter. Oben. Tu mich so. Ach ja. Ich hab dich echt die ganze Zeit nicht gesehen. Ich hab mir gerade gedacht, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? So. Ehrlich. Ja. Ja, so eine Leiche, die übersieht man mal ganz schnell. Nee, er stand auch so rum, dass er gerade anscheinend. Dachte eigentlich eher an hier so, aber gut. Ich dachte eigentlich auch da an die Stelle. Ecke halt, ne? Ja, ich hab gedacht, dass genau da, wo sie jetzt steht. Das war mein Plan. Okay. Was? Na gut. So, der Rest kann ich mal hier rein. Die Seite da drüben? Oder in die Seite drüben, jo. Aber der Rest kann sonst wirklich in den Scatterlaser noch rein. Die Seite da drüben kann problemlos überleben. Da kam kein Spuk letztens an. Stimmt. Ja, wie mein Scatter. Ja. Wer geht auf die Spucke? Wahrscheinlich ich. Ja. Ja. War klar. Hilde. Die Fleischhilde. Warum habe ich das nur nochmal zum Gespräch gebracht? Selber schuld. Zumal das ging jetzt von War Thunder über Colosseum bis hierhin. Oh, das war viel tot. Ja, weil die alle schon halb tot waren. Aber das war natürlich. Das gibt dir natürlich jetzt wieder Unmengen von Punkten. Mhm. Ja, nee, auch weil G2 die alle zusammengesammelt hat. Und dann sind alle Raketen drauf. Ihr solltet euch auch mal einen G2 zulegen. Der ist voll praktisch, wie ihr seht. Nee. Du müsst dich was anderes Wichtiges ablegen. Ja. Der lächelt immer so doof. Nope. Oh, unser Kern hat geschadet.
Scheiße. Naja, ein ganz klein wenig. So ein listiger Mist. Zeitlimit. Ja. Ja. Chill. Alles gut. Klar, nur ein bisschen Zeit. Ach Quatsch, wir brauchen Zeit. Ach, das war die Hasswelle. Lass mal schauen. Ja, bleib ich hier. Ja. Wir beide gehen jetzt wirklich direkt auf die Wackelköpfe. Wenn ich's treffe, ja. Habt ihr die Minen platziert? Nein. Ja, dann ist das klar. Ohne Minen geht das immer nicht. Ich treffe die einfach nicht. Ich will nur schauen, ob die... Null! Ich hab den voll... blöde rote Ding da. Dann die Kopfeier reingeschossen. Jetzt ja. Ja, ohne Kopfeier. Sieht doch so aus, ey. Wir müssen aber sehr hart auf Spannung sein. Problem damit? Also meine Spielneuronen funktionieren noch. Ja, ich habe ein Problem damit. Boah, das nervt echt. Das ist so beschiss. Weißt du, ich triff den richtig rein. Hopp, Danger. Ab, ey. Ist tot. Oh. Ja. Kann man daran das so grau werden. Wieso liegt hier eine Mine eigentlich wirklich oben auf dem Kern drauf? Weil es geht. Ich hab ja gesagt, ich lege da drauf. Und ich hab gesagt, ist okay, gesund. Ohne Witz, ey. Diese scheiß Wackelköpfe. Eine Sache habe ich aber gelernt. Ja? Wenn die Wackelköpfe am Kern stehen, macht es Sinn, oben drauf zu stehen. Und die anzugucken, weil du kannst quasi auch, wenn die den Hals nach hinten knicken, durch den Hals noch den Schwachpunkt treffen. Ah, das ist gut zu wissen, das müssen wir uns merken. Zumindest kann ich das mit meinen so quasi Piercing-Shots, das krieg ich gerade noch hin. Jo. Es wird noch besser. Es ist auf jeden Fall besser als vorher. Ja. Weil ich meine, die 20 Zerplatze-Viecher, da kann man einfach nur dreimal den Phönix reinhauen und dann sind die weg. Dreimal den Phönix? Ja, sich dreimal Phönix spielen. Also dreimal quasi auf die Minen drauf treten. Die Lichteffekte sind schön. Wollte ich mal so sagen. Du setzt Prioritäten, Junge. Wir sind hier am Verrecken fast. Oh, die Lichteffekte sind schön. Hier mal so generell, ne? Wenn das Licht durch den Streulaser-Laser fällt, dann ist das genauso Streulaser-Laser orange. Wenn du von hinten drauf guckst. Durch die Sonne. Also auf die Sonne. Oh, Laser. Ja. Ich hab hier mal auch eine Ampel hingestellt. Was wo? Auf der anderen Seite. Okay. Der Fokus müsste noch verschoben werden. Damit. Kannst du die Gatling neu setzen? Ich hab die Overcharge aus Versehen. Ach so, ja.
Hoch! So, und jetzt denkt auch mal dran. Ach, jetzt denk ich mal für euch dran, die Memen zu platzieren. Es ist doch nicht zum Aushalten. Käse. Quark. Wir hatten einen Fokus dabei. Ich? Platzier den mal neu, dass er in der Umbrange ist, bitte. Den da vorne, ja klar. Jo. Was ist Umbrange hier? Ja, hier ist noch Umbrange. Ja. So. Brauche ich hier bei mir noch was? Ich glaube nicht, ne? Müsste jetzt alles soweit sein. Jo, ich könnte jetzt eh nichts mehr bauen. Okay. Wir haben jetzt auch 15 Teile, ne? Also können wir jetzt auch die gerne die Amts einfach upgraden. Das sagte ich ja, genau. Kairos. Wir haben keine Kairos hier stehen. Nördlich. Ja. Ja, drüben ist eine Kairos, hier unten nicht, das stimmt. Nur gibt's auch keinen Punkt mehr, wo die irgendwo noch hin könnte. Ja, aber die Kairos, ach so, ich brauch noch Punkte. Ja, das habe ich auch. Ja, auch ich hab Kevin gerade verstanden. Hier unten kämen sie noch hin. Nein. Immer noch nicht, du hast es nicht verstanden. Was denn? Er hat Kairos gesagt, weil die Kairos dort oben noch ein paar Punkte gebraucht hatte bis gerade eben. Ach so. Ja. Ich dachte, ihr wolltet mir eine Kairos netterweise spendieren. Nö. Kommst du auf die Idee? Weiß nicht. Ach, dann kann ich trotzdem da platzieren. Eben. Aber bestimmt ja noch mal so ein zerstörerischer Boss kommt. Schon mal vorsorgen. Nee. Ja, mach weg. Ist aber hübscher so. Ja, schnappst du ihn weg, ist gut. Meh. Aber hey, ich hab Luftkontrolle immerhin. Das heißt, ich kann mich so ein bisschen bewegen. Meh. Meh? Jetzt Ansprüche hier. Nee. Jetzt sind wir wieder so weit, dass es nirgendwo mehr Plätze gibt, wo man Blöcke hinstellen kann. Ja. Das ging. Ich seh einfach jetzt schon einen, wo ein Block hin kann. Ja, okay, da oben noch. Okay, ein da paar noch. Es gibt noch sehr viele Stellen, sogar wenn man drüber nachdenkt. Also ich sehe da gerade zwei. Ja, ganz nördlich, aber die sind ja nutzlos. Und da ganz südlich ist auch noch ein Platz frei. Wie wär's den nächsten? Ist die beste Anstellung für den Fokus, ne? Eben nicht. Nicht. Obwohl, den nächsten ist die Standardeinstellung, ne? Nee. Standard ist, kleinster Winkel. Ah. Meine ich. Ich weiß nicht, wie genau die sich unterscheiden. Nee, es ist doch Standard, ja. Ist gut. So, dann. Ja, ich werde hier gebraucht. Okay, ready. Dann gehen wir beide Faust auf die Seite mit den Kampfläufern, oder wie machen wir das? Okay. Ich hab noch 120 Punkte, in die Amp hier so. Was? Hoppala. Lecker. There we
Aber doch, der ACP leistet sehr gute Arbeit. Gerade auch bei den Zombies. Das ist schön. Eben. Das ist mein Gedanke dabei. Mhm. Die Lenkraketen dürften bei denen weniger Schaden machen als das normale. Soweit ich weiß. Die Lenkraketen an sich weniger Schaden machen und der bei jedem eingehenden Schaden 300 blockt. Hm. Keine Ahnung. Ich benutze es eh bloß, um die Nachladezeit zu überbrücken. Ja. Ich gehe zum Schwarm. Das sind 8 Hüpfer. Ja, ich lass dich mal beim Schwamm, auch wenn du dadurch locker wieder MVP kriegst. Ja. Und helf Simon vorerst bei den Hüpfern. Kurzzeitig. Jo. Aber erstmal natürlich upgraden. Jo. Die ist auf 46%, die ist auf 41,4. So, dann ist die auf 48,4 jetzt. So. Jo. So. Nein, noch nicht. Weil ihr schon wieder die Minen vergessen habt. Get your brains together. Na. Weil, nee, hier machen die keinen Sinn. Die Schwimmen sind zu lang, der Rest schwebt sowieso. Ja, und du musst wissen, die Rainos sind verdammt schnell und die Hüpfer hüpfen. Eben. Wobei die Hüpfer, glaube ich, da nicht so gut drauf reagieren. Oh, scheint so. So, jetzt können wir. Alles gut, sind nur Hüpfer. Na dann. Okay, das wird doch langsam massiv. Wir sind jetzt auch komplett auf deiner Seite. Okay. Steht voll hinter dir. Wenn wir fressen halt doch ein bisschen. Hoppala. Hier hat nämlich den Tier hingekriegt. Oh, das. Was ist denn hier? Jo, MVP. Ja. War zu warten. Ach ja. Alter. 24 Zombies. Ja. Die... Dann pumpt mal eure Kohle bei drüben in die Amp rein. Da brauchen wir's mehr. Von drin.
So. Und unser Freund zerlegt die Stadt weiterhin. Das ist schön. Solange Spaß dabei hat. Jo. Nachdem hier die schnellen Läufer sind, packe ich hier mal die, Minen an, die Rennminen. Ja, ich platziere die was anderes als du. Ja, ist gut. Hey, das ist mir wirklich schon geil. Was? Du kriegst die Zombies mit dem ganzen schönen Dings ziemlich gut in Schach gehalten am Ende. Halbwegs. Vielleicht ja. Schafft das schon. Es muss reichen, bis wir den Anfang haben. Der Rest ist weniger wichtig. Ja, sollte gehen. Gut. Let's go. Mal schauen. Ich find's schön, wie Screed auf die anderen erstmal mal warnt. Hm? Mhm. Watch out for the heavy one. Ja, ich mache jetzt welche Fleischschild und verzögere so gut ich kann. Ui, so viele Heldenleichen. Wir haben nur noch einen, der ist gleich da. Ja, der frisst gut Schaden. Und weg ist er. Oder? Nee. Ja, ich hab noch einen, deswegen. Und einige kleine kommen noch. Achtung. Ach, die sind eh tot. Ah, ein großer kommt doch noch. Okay, jetzt kommen die Zombies im Kern. Ich brauche Hilfe. Okay. Ich bleib bei dem einen schweren Läufer. Jo. Mach das. Weil der wird sich nicht selbst töten. Hat Sein gerade wirklich ganz andachtsvoll wie jeder dafür gesagt. Beautiful. Was hat die Frau für kranke Gedanken? Ja, das waren Zombies, ne? Nee. Jo. Ja, die hat jetzt ziemlich gut weggekriegt. Hey, for the win. Nein, Wackler! Ich geh zur anderen Seite. Ich geh nicht zu den Wacklern. Dann werde ich wohl ganz viel Wackler mögen. Ich habe einfach keine Waffe, die den Wacklern gut Schaden macht. Ja, ich auch nicht. Man würde es nicht sagen wollen, aber Simon, du bist der momentan mit die Wackler am besten bekämpfen kann. Aber natürlich doch. Nein, ehrlich, du weißt es, sonst bin ich immer der auf die Wackler gegangen bin. Aber seitdem ich umgestellt habe, die Explosionen machen dem einfach keinen Schaden. Dafür gehen wir auf die Zombies, oder ich auf die Zombies. Ich weiß nicht, ob Markus lieber dir helfen sollte. Ich gehe Zombies. Gut. Achso, Punkte. In die Ampere wegen den Wacklern. So. Sehr nett. Ach ja, Moment. Okay, die Minen sind schon platziert. Also zumindest die Schnappminen. Die anderen auch schon, okay. Gesundheit. Ajoi. Ja, danke. Einfach mal direkt ins Nichts schießen. Meine andere Taktik als sonst. Geh auf die Hüpfer. Kümmer du dich um den Rest.
Okay. Da kommt hier feine Zombies. Das wird knapp, das wird sehr knapp. Ach, hast du. Ah! Warum denn? Oh. Holy fucking fuck. Ja, das wirst du wohl leider auch mal bleiben, weil du ja nicht weißt, Phoenix zu setzen. Ja, weil Phoenix schlecht ist. Markus! Was denn? Ja, da sind Zombies auch am Kern. Ich bin schon da. Und lad nach, lad nach, lad nach! Ah, wäre jetzt knapp. Es waren noch 455 Leben drin, ja? Nein. Zwei. Auf beiden Seiten? Nein. Was für ein Gerät das? Ich glaube, ab hier wird auch erwartet, dass man das Spiel zu viert spielt. Ich glaub's fast, ja. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ich will nicht mehr. So weit gekommen. Tja. Ich glaube, wir müssen uns einfach eine andere Meta ausdenken.